Gangster. Hallo, hallo Freunde, herzlich willkommen bei BBM Motorsport. Und ich wünsche euch, weil es das erste Video in diesem neuen Jahr ist, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle geil gefeiert, hattet schöne Feiertage. Wir hatten es definitiv. Wir haben uns die Ruhe angetan. Ja, und wir dachten uns heute mal zur guten Stunde, nehmen wir euch mal mit, weil heute kommen zwei Freunde von mir zu einer Leistungsmessung. Und das sind Autos, nicht wie hier so ein Golf 8 oder ein Golf 7 oder ein neuer Skoda. Oder man kann es sogar sagen, so ein moderner Golf 5. Das sind zwei Freunde von mir. Einmal mit einem normalen Golf 1, mit einem 16V-Umbau und ein Golf 1 Cabriolet mit 1,8er Turbo. Also zwei wirklich, wirklich geile Autos. Leute, die mich privat kennen, die wissen, ich liebe alte Autos. Habe selber einen Zweier und möchte das auch nicht mehr missen. Also wenn man sich in so ein Auto reinsetzt, man macht wirklich eine Zeitreise mit. Man ist wieder in den 90ern oder sogar späten 80ern und das ist einfach nur geil. Ja, die Jungs müssten jeden Moment eigentlich kommen. Ich bin gespannt, man müsste es gleich auf jeden Fall hören. Ja, ihr hattet ja gesagt, ihr wollt auch ein bisschen mehr alte Autos bei uns auf dem Kanal sehen und somit haben wir halt direkt die Initiative ergriffen. Da ist schon der erste. Ist ja geiles Wetter dafür, wa? Das Perfekte. Guten Tag. Hello. Was geht ab? Lange nicht gesehen. Doch wiedererkannt. Ihr habt definitiv schönes Wetter mitgebracht, schöne Autos. Ja, danke. Das Auto kenne ich ja schon länger. Der hatte mal 55 PS, ne? Ne, 50. 50? 50 PS. Okay, okay. Und du hast ein bisschen was mitgemacht. Erzähl doch mal, vielleicht stell mal dein Auto so ein bisschen was vor. Ja, also ist ein 82er, genau, und dann halt ein bisschen umgerüstet, kurze Stoßstangen drauf, vom alten Modell und neues Armaturenbrett rein und halt ein neuer Motor. Ist das da eingebaut? Ist jetzt ein 2 Liter 16V aus dem Golf 3 GTI und soll 150 PS haben. Soll? Soll. Unscheinbar? Unscheinbar. Hat aber 150 PS unter der Haube. Kleine ja. 13 Zöller, damit er nicht auffällt. Ja, dann zeig uns doch mal, was du da vorne umgebaut hast und, ja, und wie. Das ist sicherlich mal ganz interessant, weil wir zeigen einfach zu wenig alte Autos. Ja, guck. Ist halt noch nicht schön gemacht, soll halt erstmal nur funktionieren. Da tut er. Heizen tut er, fahren tut er. Eingetragen ist auch? Ja. Okay. Ja, kriegst du ja auch, ne? Genau, auf Fahrkennzeichen, alles möglich. Ach, echt? Ja. Krass. Das ist echt gut. 10 Jahre nach Erstzulassung muss es möglich gewesen sein. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin gespannt, was er auf der Rolle bringt. Ja, gucken wir uns mal vom Ralf das Cabriolet an, das Erdbeerkörbchen. Das ist ein Blaubeerkörbchen. Blaubeerkörbchen. Und ja, wird da auch noch zwei, drei Dinge zu sagen, denke ich. Und dann geht es gleich für euch schon auf die Rolle. Dann zeig mal, was du hier Schönes mitgebracht hast, mein Junge. Alles Serie. Ja, genau, genau. Ich meine doch. Ist also ein Porsche. Genau, ist ein. Ja? Porsche für Arme. Okay. Ja, ich glaube, für Arme ist das heute auch nicht mehr das Ding, ne? Geht. Die waren mal relativ günstig, aber die steigen und steigen, ne? Preis-Leistung stimmt. Mhm. Im Endeffekt haben wir 87er Cabrio, nicht ganz Serie, G60 Bremse, alle Lager neu gemacht, anderer Motor, Räder, Fahrwerk, Abgasanlage, der übliche Scheiß. Was fährst du für ein Fahrwerk? Ein Twin Tube Pound Air, ist aber relativ hart. Ehrlich? Finde ich schon. Ey, da muss man mit meinem Zweier fahren, das fährt so komfortabel. Wenn wir mal Zeit haben, wenn das Wetter schön ist. Ja. Ohne Salz. Ja, aktuell steht er in der Halle leider. Genau. Ja. Und ja, was haben wir hier an Leistung anliegen? Also was soll? Serie 150 PS, AGU, Golf 4 GTI, 180, irgendwie sowas. Also Software ist jetzt noch nicht so wild gemacht und scharf gemacht. Ach, guck mal da. Vollstrom. Oh. Viel besser. Ich sehe, du hast Servo. Ja, natürlich, alles nachgerüstet. Kann nicht wahr sein, ey. Musste alles übernommen werden. Muss ich, glaube ich, bei mir auch machen. Also weil ich habe dieses kleine Lenkrad, dann ist die 17er. Ja. Muss am Lenken wie ein Bescheuerter. Gut, bei mir geht das. Aber wenn ich dir mein Auto mal gebe. Dreht sowieso. Ja. Es fährt, es quietscht. Gut, Innenraum hast du. Genau, da können wir auch noch mal gucken. Was ist das? Ist Etienne Eigner? Nö, das war ein Sportline irgendwann mal, aber innen ist das eh alles zusammengefuscht und griechischer Innenraum, Leder. Lenkrad ist auch schön. Genau. Hast du das reingeschmissen? Ja. Was kostet sowas? Von dem GTI, von dem Golf 3. Da was kostet sowas?
Mit Narbe alles 200 ein paar zerquetsche. Ist nichts Wildes, daher eingetragen. Ein originales Lenkrad in gutem Zustand kostet mehr. Das ist das Traurige. Ich habe auch so ein kleines drin, aber es ist halt nicht so schön, ne, wie das. Ja. Weil das ist ja mit der 12 Uhr Markierung und so gefällt mir. Ja, gibt es in verschiedenen Farben, Wildleder, normal. Mhm. Abgasanlage, 2,5, 3 Zoll, was soll das? 63,5 mm von, ich habe es vergessen. TA, glaube ich. Nein, Novus. Novus, genau. Novus. Mittel- und Endschalldämpfer, Cut, ja, braucht man halt nicht. Genau, 87 hatte vorher keinen Cut, brauche ich nicht. Ist bei einem 1,8er Turbo ganz nett, wenn du den nicht brauchst. Ist halt gut, wirklich alles eingetragen, ganz entspannt. Du hast Spezialabgasanlage drunter, habe ich gehört? Ja, ist Eigenbau komplett. Also ist ein Hosenrohr vom DX. Angepasst an den Fech oder an den Krümmer vom ABF und dann halt die komplette 1,1 Liter Abgasanlage mit einem Schalldämpfer. Also die macht schon Krawall. Einfach geil. Ja geil, Golf 1, richtig Bock drauf. Ich hatte selber früher auch einen. Jetzt setzt euch hin, schnallt euch fest. Golf 1 GTI Pirelli in Schwarz mit Konigelb. Und jetzt kommt der Knaller, für 500 D-Mark gekauft. Das war mein zweites Auto. Ich hatte keine Ahnung zu dem Zeitpunkt von Autos. Das war auf jeden Fall eine Höllenmaschine, ultra geil. Dann hat er Probleme gemacht mit Kabelbrand, noch repariert, machte noch mehr Probleme. Ich habe ihn wieder verkauft für 500 Mark und war froh, ohne Verlust ein Jahr lang ein Auto gefahren zu haben. Das muss man sich mal überlegen. Es waren nur Kleinigkeiten, habe ich später erfahren. Es war mit einem Zündverteiler, Zündkabelprobleme. Heute müsste man sich... Ach ja, ja, genau, Ohrfeigen. Was sind die heute wert so? Boah, das ist Zustandsfrage, ne? Aber ich sag mal, das geht irgendwo ab 15 los, ganz grob über den Daumen. Also klar gibt es auch einen schlechten Zustand, aber wenn man den in dem Zustand, wo er war, fit gehalten hätte, boah, würde bestimmt eine 2 vorne dran stehen. Nun ja, kann man nichts machen. Golf 1 Cabrio hatte ich auch noch, musste aber auch weichen, weil es war einfach zu viel. Man kann nicht alles behalten, aber es ist nicht abwegig, dass irgendwann noch meiner wird. Ich habe einfach richtig Bock, vor allen Dingen 16V, ne? Früher schon eine Bekannte hatte das auch in ihrem Auto, ein 16V im Scirocco. Das sind Höllenmaschinen, 150 PS waren die angegeben, meine ich, wenn ich es gerade richtig liege. Und das war schon Knaller. Ich bin mal gespannt, was hier jetzt so geht. Ja, dann müsst ihr also eigentlich, der Motor selbst ist ja Serie, soweit ich das jetzt verstanden hatte. Hat er was habt ihr eben an Leistung gesagt? Wo wart ihr da stehen geblieben? Er meinte auch, er sollte 150 haben. Ja, ich bin mal gespannt. Also die rennen eigentlich echt gut. Klar, hier kann man sich noch austoben, Schönheitsarbeit betreiben und. Aber wenn man selber in seiner Garage ein bisschen schraubt und will das am Laufen haben, erstmal finde ich das auf jeden Fall schon cool. Und das ist so ein Projekt, das begleitet einen, glaube ich, sein Leben lang, wenn man dazu Lust und Spaß hat. Ja, was suchst du da? Das sind alte Stahlfelgen, nach Absprache darf ich das einhaken, ganz ehrlich, da passiert auch nichts, da sieht man nichts, ist aber natürlich abgesprochen, nicht, dass ich jetzt gleich an Hans Hemm kacke. So, jetzt greife ich mir hier noch die Zündung ab, am Zündverteiler, induktiv so genannt, damit wir die Drehzahl gleich haben. Ich gucke mal, ob das klappt, das klappt nicht immer so schön, dann kann ich auch noch überrolle, aber ich hätte es ganz gerne so, weil wenn das geht, dann haben wir es ultra genau. Jawohl, was tippt ihr denn? An Leistung? Ja. 160. Alle. Ja, 146. Wenn er 150 hat, bin ich zufrieden. Ich schätze auf 140. Was tippst du? Schwierig zu sagen, weil ich gar keine Ahnung habe, was hier alles so gemacht worden ist am Motor. Soll ich ein schlechtes oder ein gutes Ergebnis tippen? Schlechtes 136, gutes 152. Sauber, 147 PS und 193 Newtonmeter Drehmoment. Ich habe schon wieder Ärger gekriegt, weil ich Newton gesagt habe, Mr. Newton. Alter, jeder weiß, worüber man redet, das ist doch Umgangssprache, das kann man mal sagen, ich weiß gar nicht. Also? Aber egal, 147 PS und 193 Newtonmeter Drehmoment. Richtig gut.
Aber sieht ja echt gut aus. Der zieht so sauber durch, ne? Der hebt doch auch schon das Kanton halt mehr, ne? Ab 6000. Ja, ist halt ein Sauger, ne? Golf 1 Cabrio, hier ist ein 1.8er Turbo drin, aber ich weiß noch gar nicht welcher. Ich gucke gleich mal rein und halte mal Rücksprache. Wollte auch einfach mal gemessen haben und bin ich auch neugierig. Ist ja auch jetzt so dieser Zwiespalt zwischen dem 16V 1.8er T. Ich finde den 16V geil, ist zeitgenössisch. 1.8er T ist nicht drin, andersrum hätte ich auch Lust, so ein 1.8er T mit 400 PS im Golf. Okay, fahrbar ein bisschen behindert, aber dann kommt der Zwiespalt. Ich habe Bock auf das Klassische, aber hätte auch Bock sowas Bescheuertes. Was würdet ihr fahren? Kommentiert mal, würde mich mal interessieren, wolltet ihr Bock? Sagt ihr mehr klassisch lassen und das, was es so gibt und zeitgenössisch bauen? Also du meinst Motor im Golf 1? Ja, also Motor ist ja egal, aber wenn ihr sagt, ihr hättet jetzt einen Golf 1 oder ein anderes altes Auto, sagt ihr eher zeitgenössisch? Zeitgenössisch? Genössisch? Soll es bleiben? Gab schon einen. Oder habt ihr eher Bock und sagt ihr, geil, da kommt was anderes aus dem Konzern rein als Beispiel mit Mehrdampf. Viele machen ja zum Beispiel E30 mit, ich sag mal, einem M5-Motor oder keine Ahnung, M3-Maschine im E30 vom E46, finde ich auch geil. Aber allgemein mal, egal welches Auto, zeitgenössisch oder nicht. Würde mich mal in den Kommentaren interessieren, wo die Meinungen hingehen. So, was soll er haben? 180. Wünschst du dir auch, ne? Ich kann es nicht einschätzen. Also ich bin jetzt nach ein paar Tagen oder Wochen wieder gefahren. Ich denke 180. Also er ist abgestimmt, es ist nicht original. Aber... Ja, hier alles umgebaut ist. Alles ja auch nicht. Das ist ja eher, sag ich mal... Musst du mich ja, sagen, oder so beim neueren. Das ist S3, ja. Das ist wie meiner. Er sagt AGU, die ganze Verrohrung ist ja wie vom 225 oder 210 PS halt. Ich sag, der hat 175. Ich bin noch nie damit mitgefahren. Kannst gleich fahren. Aber ich kenne ja 1.8T. Was sagst du? Ja, 170. Dann sag ich mal 72 PS und 300 Newtonmeter Drehmoment. Aber mit Software geht eigentlich ein bisschen mehr, aber wer weiß, ob da alles halt. Was da überhaupt gemacht ist eigentlich, weil er doch schon begrenzt bei 6,5 und wie da wo was ist. Ja, aber die wollen ja nicht so viel Drehzahl, die 5 Ventiler, ne? Ne, eigentlich nicht, aber müsste Serie auch schon ein bisschen höher liegen. Mhm. Je nachdem. Aber es ist ja auch viel umgebaut an der Geschichte und das ist ja eigentlich ein 150 PS. Ja. Block und je nachdem, was der gute geändert hat. Ja, du weißt auch, was mit dem N75 mit dem Benzindruck ist und weißt ja alles nicht. Aber Drehmoment ist ja schon gut, das ist ja mehr als Serie. 172 PS und 300 Newtonmeter Drehmoment. Kann ich mit leben. Drehmoment ist gut. Auch eine Kurve an sich auch. Drehmoment? 300 macht er. Ja, reicht. Das ist ein Golf 1. So, also Ghetto Rap hin, Ghetto Rap her, nein Spaß. Wir sind jetzt fertig mit der Leistungsmessung. Beide sind sehr zufrieden auf jeden Fall. Beim 16V Golf muss man noch dazu sagen, der hat den Motor gekauft. Laufleistung, keine Ahnung. Nicht mal aufgemacht, nichts. Einfach rein, läuft, Prüfstand. Das ist gut, das ist ja eben, was ich sagte. Ich weiß ja nicht, was am Motor gemacht ist. Wenn alles gemacht ist, hätte ich gesagt, vielleicht 155 und im schlechtesten Falle 136, hatte ich nämlich gesagt. Genau, und 1.8T auch zufrieden. Da kann man eventuell irgendwann nochmal beigehen, noch ein paar Leitungen, Unterdruckleitungen machen, die Zündspulen, wie ich vorne schon gesagt habe. Das sind alles so Kleinigkeiten, die dann noch so ein bisschen was an Leistung bringen werden, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal rüber in die Halle. Packen unsere Wagen aus, gucken, was die Dinger wiegen und dann hat man auch mal ein Gefühl dafür, dass man mit so wenig Leistung, weil es ist ja heutzutage wenig, ein Golf 7 GTI hat 245 PS Serie, aber dass die Autos so schnell sind. Also ja, das sind einfach 500 bis 700 Kilo Gewicht zwischen, genau. Ne? Die wiegen fast das Doppelte. Genau. Und ich sag mal, Leistung im Gegensatz, also Kilo PS gerechnet, Leistungsgewicht, total. Ist das enorm. Total. Halt. Ich merke es ja, wie gesagt, auch bei meinem, der Zweier, der hat nur 90 PS. Aber wenn ich dann ne, 150 PS Auto fahre, das fühlt sich nicht so schnell an wie der Zweier, weil das ist einfach leicht. Ne, ist halt, heute hast du Sicherheitssysteme, Aufprallschutz und so. Fahren wir mal rüber, gucken einfach mal. Genau, so, bis gleich. So, Domi, jetzt wiegen wir dich.
Mich? Oh nein. Nein, okay. Dann wiegen wir das Auto. Wir haben ja hier den geilen Wagen. Dann machen wir normal die Achsermessung mit Radlastwaage, sodass man ein geiles Fahrgefühl hat. Und jetzt werden wir die einfach mal missbrauchen, um dieses Fahrzeug zu messen. Wir haben gerade schon mal in die Papiere geguckt. Laut Papiere hast du hier ein Leergewicht von, jetzt anschnallen, 750 Kilo. Wir können ja mal einfach schätzen, was wir so denken. Was denkt ihr? Was ist das denn? 750 Kilo Papiere? Ich sag mit dem Motor 790 Kilo. Ich würde um die 810. 860 würde ich sagen. 800. Ich sag 790. 790. Mit dem Motor kann ich mir das schon echt gut vorstellen. Halt, was in Papieren steht? 700? 750. Aber der Motor ist schwerer. Ja, aber auch nicht viel. Nee? 800. Oh! 868. Das ist schon mehr, als ich gedacht habe. Aber gleichmäßige Verteilung, ne? Vorne 281 zu 284. 154 zu 148. Jo. Ja, guck mal, Golf 7 GTI hat im Schnitt jetzt mal geschätzt 5,7 Kilo PS und hier haben wir 5,9 Kilo PS. Mhm. Wenn man das einfach mal so im Verhältnis rechnet. Klar, ich sag mal, auf einer Autobahn brauchst du da nicht drüber reden, aber grundlegend. Also, wir merken uns 869 Kilo. Nett, ne? Hm. Nächster. Ja, nächster. Dann auf jeden Fall mehr. Ja, Cabrio. Cabrio schwer. Cabrio. 1050 laut Papieren. Leichter oder schwerer? 970. Was? 970. 1,1. Ja gut, der war natürlich jetzt schwerer als gedacht. Ich würde sagen 1110. Wer hatte was nochmal gesagt? Was hattest du gesagt? 1110. Okay, du bist raus. Raus. 1100. Raus. 900. Raus. Ich hatte auch 1100, wir sind alle raus. 1048. Oh, wow. 1050 laut Papieren. Ja. Sind wir nah dran? Trotz einer Motor. 98 PS oder was? Ja, 2 Jahre. Also ein GTI quasi. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns für heute. Habt noch einen tollen Jahresanfang. Und ja, wenn ihr mehr sowas sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Könnt auch gerne mal reinschreiben, was ihr von den Autos haltet. Der beige Einser wird sich auf jeden Fall noch drastisch verändern das Jahr. Ne? Genau. Du hast so ein bisschen Pläne daran und ja. Können wir auch gerne wieder zeigen, wenn er was umgebaut hat. Oh, hast du die Randalebude ausgemacht? Ja, ist ja Stress hier, dieser Lärm. Ja. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Channel, drückt die Glocke und fleißig teilen. Und was ich bei den Kommentaren nämlich auch schon sagte, was mich interessiert, ich bin da in meinem Zwiespalt. Bei so einem Auto ist jetzt ja der Gegensatz, machst du ein 16V zeitgenössisch rein oder machst du halt was Neues rein? Und angenommen von mir ist auch mit Leistung, ich sag mal, ein 1.8er T ist ja ratzfatz bei 300 oder 400 PS mit einem... Oder manche machen ja auch VR6 Turbo ist beliebt, was interessiert. Oder was würdet ihr persönlich bevorzugen? Zeitgenössisch oder mehr Dampf? Weil bei mir ist der Zwiespalt. Ich finde zeitgenössisch immer ultra genial, aber Leistung finde ich auch geil. Das ist immer so ein bisschen... Ja. Ich habe auch was überlegt umzubauen bei mir, aber ich lasse das Ding original, ey. Es läuft einfach, ne? Ja. Und Umbau bringt auch Arbeit mit sich. Wenn wir irgendwann mal eine 2er Karosse kaufen, eine ranzige und da so ein VR6 Turbo reinschmeißen. Deswegen kommentiert einfach mal, was ihr machen würdet und was Michi auch schon sagte, was euch daran interessiert oder ihr vielleicht davon mehr wissen wollt in Zukunft von solchen Autos. Ansonsten zieht euch den Porn rein und schönes neues Jahr. Genau, Porn ab. Ja.